Ganz schönen guten Mittag dann noch von meiner Seite, im Roman Schneider, am Meer für diese Pressekonferenz, die wir am Anfang wollten organisieren, für ein bisschen zu berichten über eine Videokonferenz um höchstes Niveau zwischen den Sozialministerin und den Arbeitsministerin von der Europäischen Union. Eine Versammlung, die aus Sicherheit sollte, zu Brüssel stattfinden. Mehr eben auch für eben Sanitärvorschriften zu befolgen, haben wir das über Videokonferenz gemacht. Keine ganz einfache Arbeitsmethode, mehr aber eigentlich trotzdem klappt. Das muss ich so. Die Konferenz wird stattfinden, dann der Präsenz dann noch über Video vom Vizepräsidenten von der Kommission Dombrovskis und aber auch vom Nicolas Schmidt, der den zuständigen Kommissionsmember als für den Domain, den der Romer Schneider an euch aufdecken. Ich muss sagen, dass den Herr Dombrovskis angefangen hat, an eine ganze Reihe von Mesuren noch vorgestellt hat, die die Europäische Union will holen, zum Teil schon auch bekannten Sachen, und auch den Nico Schmidt nach einem Kehr an Singer, rät darauf hingewiesen hat, dass es darum geht, Solidarität zu weisen, untereinander. Und das macht für dann meine große Verantwortung haben, natürlich für die europäische Ökonomie und die Arbeitsplätze, die mit der Ökonomie verbunden sind. Ich will auch ganz klar sagen, dass Nicolas Schmidt auch angekündigt hat, einen Gesetzesvorschlag um europäisches Niveau auszuschaffen, wo ein europäisches Regime geschaffen gehen, für eine Reassurance gegen den Chômage zu machen, weil das also noch nicht an alle Länder geht. Wir wollen so nicht für ihn dann noch gegen verpflichtet gehen, das zu machen, aber wir vor allem auch geben, darauf zu schaffen, dass die Arbeitsplätze, die da sind, dass die können aufgesichert gehen, dass die Leute die Kompetenzen, die sie haben, dass sie die dann auch können, wann Zukunft noch weiter können gebrauchen. Mehr von unserer Seite tun natürlich, ob die besondere Situation von Lützburg auf dem Lützburger Arbeitsmarkt hingewiesen mit über 200.000 Frontalien und auch auf die besondere Situation hingewiesen, was das bedeutet für unser Gesundheitssystem. Wir sind nicht mehr gefreut, dass wir können auf die Frontalien zurückgreifen können. Wir brauchen sie, wenn wir das System wollen, umlaufen, behalten. Wir haben das ganz besonders in der Strache. Und auch, dass wir auf Solidarität von unseren Notbeschländern erzählen, dass denen Leute den Weg auf der Bist nicht werden zumachen, weil das für uns ein essentiell vital froh ist. Dann wisst, dass wir bis um höchstes Niveau dazu so auch kriegen, dass das nicht geschehen, mit das aber gut bei aller Gelegenheit auch bei den europäischen Kollegen auf vier zu streichen. Ich gebe auch nach so, dass auch der Romer Schneider nach darauf hingewiesen hat, dass wir als Lützburg der Meinung sind, dass in den berühmten erähnten Formulär vom Detachement nur im Moment nicht soll unbedingt bei aller Kontrolle frohen, wohl wissen, dass wir genug Probleme haben am Verkehr über die Grenzen weg. Als Kollege sind nicht richtig darauf angegangen, aber zumindest die Message einfach mal konnten platzieren. Schon dann an meinem Beitrag geschlossen mit dem Aufruf, dass wir eine Pflicht hätten, alle Guten zusammen als Anwohner an unsere Ökonomie zu schützen. Ich habe gesagt, the virus is strong, but we are stronger if we stand together. Und together als Menge für diesen Moment dann noch die Möglichkeit, für dann dem Romer Schneider vorzugehen. Jeden wird ein bisschen mehr auf die Situation angehen, die wir hier national zuletzt schon sowohl was Security Social angeht, wie auch mit seiner zweiten Cap, was dem Landwirtschaftsministerium angeht. Dann werde ich dann überholen, für auf die besondere Situation anzugehen, die wir um Lützburger Arbeitsmarkt haben. Jo, fein, merci Dane. Ich meine, effektiv together haben wir den ganzen Mittag verbracht, für effektiv das Videokonferenz auf High Level zu verfolgen und für alle auch konkret zu intervenieren. Und ich meine, gerade an diesen Zeiten ist es immens wichtig, dass Security Social eine immens wichtige Rolle zu spielen hat. Und ich meine, gerade wo an dieser Zeit weist sich, an den letzten Wochen hat sich schon gewiesen, bei der Präparation von einer Reihe Mesuren, dass man heute zu Lützburg ob ein exzellentes soziales System können zurückgreifen, das für allem auch funktioniert mit den Partnern, die da angebunden sind. Weil an den letzten Wochen, an den letzten Tagen,
waren Kontakter wirklich so eng, also kurzfristig, dass man Lösungen gefunden auf alle Probleme, die sich gestaltet haben, zusammen mit den Vertretern von den Patronen, zusammen mit den Vertretern von den Salariatsgewerkschaften. Es war ein einfacher Kontakt, so wie ich mir noch heute in Lützeburg kennen, aber wo ich mir auch mal vorstellen kann, wie wir in den nächsten Wochen am Ende können machen, für diese schwierige Situation auch wirklich zu überbrücken. Gerade an engen Momenten, wo auch manchmal, wo gerade auch der Staat muss Solidarität weisen vis-à-vis von seinen Bürger und seinen Betrieben. Und gerade am Volley von der Sécurité Sociale als die Mensch wichtig, dass man sich so aufgestellt hat. Und dass egal was geschieht, dass man auch viel können assurieren, dass alle Prestationen können ausbezahlt gehen, dass die Pensionen, Krankengeld für den Mende zu zitieren und daneben auch können gucken, dass man gerade auch zum Beispiel am Volley von der Pflegeversicherung auch durch viel und die Dienste können angeboten gehen, die es an einer normalen Zeit angeboten gehen, selbstverständlich mit einer Reihe Restriktionen, wir für allem prioritär auf die, die es brauchen, an der Ebene, wo für allem auch gucken, in kleinen Details zum Beispiel, dass wir probieren, auch gerade an dieser Zeit, auch die technischen Hilfeleistungen können zu garantieren. Auch das ist wichtig, wenn eine Person daheim ein Problem hat, wenn technisch man näher an den Hilfsbedürftig ist, dann muss können auch an diesen Zeiten geholfen werden. Wir müssen für allem eine Woche darauf setzen, dass es liegt raisonabel, ich will ihn raisonabel schaffen, das gilt sowohl für Salarien, das Syrien, wie auch für Patron, für Jitverein. Wir müssen hier alle Gorte probieren, zusammen mit dem Staat, mit gutem Menschenverstand, dadurch zu kommen, auch an als Solidaritätsgemeinschaft zu agieren. Von mir aus werde ich ja nur auf den Bereich von der Agrikultur agieren, ein paar Bereiche, ein paar Mesuren, die wir im Bereich von der Sécurité Sociale geholt haben. Einerseits haben wir reagiert, so wie auch gefragt ist, dass so viel wie möglich liegt, die nicht nur in den prioritären Sektoren schaffen, sollen daheim bleiben. Wir haben sehr organisiert, dass alles Personal all kann von daheim aus schaffen, dass auch die Einzelgeschehen von den einzelnen Verwaltungen zusammen mehr, dass wir für alle Syrer garantieren, dass per Mail oder per Telefon oder was spezifische Rendezvous gebracht wird, da kann ich nicht machen, da kann ich in die Hörner gehen und da bestimmt noch Leute, die ihn empfangen und die dann in den Service auch können gemerkt. In der Listing von allen unseren Verwaltungen haben wir publiziert, das steht auf unserem Internetseite und die kann ich nur lesen. Und du gesagt, in Öffnungszeiten gesagt, noch Telefon und E-Mail-Adressen für Rendezvous oder eine Mail zu machen. Ein Punkt, der mit Sicherheit wichtig war und wo man gerade auch konnte profitieren, mengen ich von einem Gesetz, das für eine Zeit gestimmt wird, vom Arbeitsminister zusammen mit der Familienminister, wo der Sécurité Sociale Minister durch gebunden ist, weil der Payment davon auch möchte, das ist die ganze Wolle von Congé pour raison familiale. Congé pour raison familiale, die mengen ich in einzigartig Möglichkeit, dass die mir als Land par rapport zu vielen anderen Ländern haben, mir wird die Möglichkeit, Gott, gerade da, wo Schule, wo Kreischen zu sein, dass effektiv auch 4 und 8 von den Kanner assuriert ist. Ich meine, von hier aus, über den Appell nach einem Jahr, dass niemand, wo keine anderen Möglichkeiten da sind, ob diese Congé pour raison familiale soll zurückgegriffen gehen. Und dass sie soll probieren, raisonabel auf diese Congé auch für allem zurückzugreifen, auch für allem probieren, dass auch in Zukunft die wichtig, die kritisch Posten besät bleiben. Und in diesem Kontext meine ich auch mein ganz klare Message, dass ich gerade lobe, wo Herr Nodendan Kerscher wird schwätzen, die wird schon mal partiell. Dieser Congé pour raison familiale ist nicht kumulabel, mit dem Chômage partiell, respektive auf andere Mesuren, die ich heute zitiert habe, wie Wutplekt effektiv daheim bleiben, wie zum Beispiel auch den Teletravail. Also, mein Appell ist den, wir haben die Möglichkeit, am kommen nutzen, selbstverständlich, dafür wir gebrauchen, wir kommen holen raisonabel, dass man effektiv an den prioritären Aktivitäten auch noch immer Personen und Lektoren, die da sind, für das sie können funktionieren. Bis heute haben wir 15.000, der den Monte sind bei der CNS rangegangen. Diese Congé kann noch verlängert gehen, auch werden noch verlängert gehen, das für alle mal aufgrund von der Decision, dass Schulen und Kreischen, respektive die anderen Strukturen, mehr lang zu bleiben. Und Prairie von hier aus auch nach einem gesagt, kein neuer Demand und einen zu stellen. Das Demand, dass ein Demand, die flexibel genutzt kann gehen, einerseits an der Zeit, aber für alle an den Tag, respektive an der Stunde, wo ich mal kann schaffen gehen, kann ich effektiv auch mit seinem Patron ausmachen, dass ich mal in der Kehn, darum daheim bleibe, eine Stunde könnt, alles da, das flexibel zu sehen, weil man einfach die Möglichkeit haben, weil man ja noch schon
met een patron afrechnen die zoeken die effectief van hem viergestrekt of aan de persoon niet present waren. Dus mesuur geldt overigens ook voor kanner die am Ausland aan de school zijn. We hebben ook voor allem eng mesuur gemaakt dat we voor allem ook de patron hij helpen die graag aan deze veld zo zoeken moesten viergestrekken die vier en een paar moesten betalen en voor allem ook trezorie te behalen werd maar schon met april kunnen de zoeken terug erstatten en patron die deze schon rembourseert. Dat is ook voor allem mijn hele verwaltung, merci dat ze effectief daarom nog toe geschafft hebben voor die lezing ook in plaats te krijgen. Ze toch gezegd dat we op het moment voor allem de minister Kersch een eigen gesetzumgang als te schaffen voor de adaptatie te maken dat de congé pour raison familiale die je op het moment bis 13 jaar zählt, ook bij kanner die handicapiert kanner zijn die in die eigen handicap hebben, ook kan iver 13 jaar applicabel lasten. Dan werd ook in kürzester tijd werd ook deze avant-projet de loi als deposeerd, maar werd dan van de chambre dan nog gestemd gaan. We hebben dan nog nieuwe koden aan de nomenclatuur aangevoerd. Dat ook kan snel, en ik ben nog hij, voor in allem evolle die, voor in allem eenast, die graag aan deze schwierige tijden een goede hulp toelast, dat is teleconsultatie. Die mengen is ook nieuwe mogelijkheden, enerzijds voor dokteren, voor in allem ook voor zendokteren, en respectief ook voor het HSV-farm, om er nog naar uitgebouwd. Dat zijn die drie categorieën waar effectief even teleconsultatie en horloge kan veel opgewikkeld worden. En daardoor zijn die ook de weg aan die eenzelpraxissen kan naar spoor gaan. Datzelfde geldt dan ook voor de prisoncharge, wat die direct testen aan de labo nu betreft. Ook daar hebben we aan de nomenclatuur nog beter tegen overigens zu 100% rembourseerd. Dat op basis van een prescriptie van de dokter. Teleconsultatie, krankenschein, abprescription. Auf von hier aus meng ich als het wichtig, dat na immer de message stehen als dat een dokter decideren muss, ob een persoon wirklich krank is. Ich meng dat als een wichtige message bei allen Weihen, die in hot auch die von der Telekonsultation an immer all die Sachen doen, over prescription, respectief ordonnance laufen. De remboursement van de krankenkies als aan dit moment via een normale consultatie. En we weten ook op volgende week na een uur krijgen we het graag mogelijk als vier videoconsultaties te maken. En door documenten kunnen aan dit moment digitaal transfereerd gaan. Ook dat werd op plaats gezet en ook dat is uitgeschaft. En samen heb ik voor allem ook hier met een mechange, ook met de AMMD, die hier bij de consultaties aan de Mabiscoop met dabei war. Da das 70-Wochen-Limit, das ist eine Frage, die wir immer gestalten können. Noch heute, wenn ich es wie wäre, man hat heute ganz eng, die Kontrollmedikal, für zu gucken, sind Personen, die effektiv lo und die Jahre 70 Wochen zurückkommen. Auf einer Seite sind wir mal froh, dass wir effektiv dem uns geändert haben. Von 52 bis 70 Wochen, das kommt so viel mal los schon. Wenn ich bei einer Reihe legt, effektiv an den Engpass, wir gucken heute, K pro K, eine Lösung zu finden. Und heute kann ich ganz klar sagen, heute lassen wir keine Person am Stach. Wat den Teletravail betrifft, hat dann Kersch schon nur gekündigt, dass ich effektiv bei meinen Ministerkollegen aus Deutschland, Frankreich und der Belgien interveniert habe, dass man an diesen Zeiten die 25%-Regelung von der Arbeitszeit, wenn man über Teletravail fahren, speziell appliziert wird, also nicht appliziert wird, also vier Runden an dem Land affiliiert bleibt, wo ihn effektiv auch normalerweise sein Arbeitskontrakt haben. Und ich muss sagen, ich hoffe von einzelnen Feedback, dass man auch das wird applikabel sind, so wie auch der Finanzminister einen positiven Impact für Frankreich zum Beispiel auch schon und noch mit den anderen Ländern in Kontakt ist. Denn dann Kersch hat schon gesagt, dass man effektiv auch kein A1-Dokument in diesem Sinn gefordert wird. Und ich meine, auch gerade muss man hier gucken, um auch damit ich bei der Videokonferenz gesagt, dass man koordiniert Approach an der EU gerade hier muss kriegen, für Länder, die ganz viel von Grenzgängern aufhängen. Eine andere Mesur, die man geholt hat, sind Kotisationen. Kotisationen, eigentlich die Betriebe müssen bezahlen. Und hier ist es doch klar, eigentlich die Betriebe, die im Moment des Kotisationen nicht können bezahlen, eben aus Trésorieren, die haben die Möglichkeit, effektiv auch die mit spät auszubezahlen. Und das Uni, das Zinsen gerechnet können, und Uni, das effektiv auch andere Pursuiten, respektiv an der Penalitäten zustande kommen. Er geht also die Möglichkeit, die effektiv auch am Aufkommen
mit der CNS, mit dem Centre Commun, auch direkt dann diese Bezahlungen zu machen. Diese Mesuren gelten ab 1. April, sind aber rückwirkend zu sehen, ob der Konto, der vom Centre Commun, der 14. März verschickt wird, an die Menge auch in möglichen Akkord über vier Seite, den ich mit dem Centre Commun kann machen, für effektiv dann noch das kann aufzutilgen. Nach einer von mir aus, was diesen Sektor betrifft, zum Schluss will ich von dieser Platz auch profitieren, wie viele andere Ministerkollegen, wie die Regierung an ihrer Gesundheit, für vor allem die Gesundheits, ganzen Akteure aus dem Gesundheitssystem, ein großes Merci zu sagen. Sie alle machen einen fantastischen Arbeit um Terrain. Vom Doktor, ich werde der Firma jetzt weiter bis zur Botsfrau, die an der Schondersicherungsreihe vergisst, all die, die aktiv all der Dosen voranzutreten, dass unser Gesundheitssystem besteht, auf jeden Fall gut abgestellt ist, dann, wenn wir in Zukunft noch mehr werden brauchen. Ein großes Merci an dem Sinne, und ein Merci auch um Engelekte, die ganz viele Stunden an die Dauer geguckt haben, für ein einzelnes Projekt zu machen. Ich komme darüber auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, wenn wir so ein, da draußen, bleibt daheim, ja, das so, aber wir müssen daneben der Woche, wir müssen Prioritäten setzen, da wo es gleich 4 Uhr müssen Aktivitäten machen. Das ist sicher, wie ich schon gesagt habe, den Sektor vom Gesundheitswesen, das sind andere, aber das für alle der Woche den von der Landwirtschaft, das den von der Lebensmittelproduktion. Ich meine, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man muss gucken, auch in Zukunft als Lebensmittel zu produzieren, die Lebensmittelsicherheit zu garantieren. Und da spielt als Lützeburger Landwirtschaft eine extrem wichtige Rolle. Wir können gerade auch auf Stockstrukturen zurückgreifen, die wir abgebaut haben. Die ganze Ketten, die besteht zwischen Produzent, zwischen Verarbeiter und zwischen Handel, für einen Mandat zu nennen, als stark abgestellt, kommuniziert ganz eng mit den einen. An dem Moment umgang engerseits, und wir gehen auch die Möglichkeit, gerade über den Arete, die gestern gehört hat, dass die Aktivitäten können bestehen bleiben. Dass wir also auch Loh nach 4 Uhr können produzieren. Engerseits. 4 und allem wir können präparieren, das, was wir an den nächsten Moment brauchen, dass das auch kann gesehen gehen, dass auf der anderen Seite für alle auch etwas da ist, dass Futter da ist, dass für alle auch Besten so in der Halle gehen, dass wir effektiv auch in Zukunft abgestalten, dass das ganze Ketten 4 Uhr kann bestehen. Der Moment, meine ich, also es wichtig, dass diese Prozeduren laufen. Gewusst, dass den hier im Moyen geht, und der Tomori wird nach Rete gehen, dass effektiv der Bauer, der Winzer und der Gärtner alle Möglichkeiten hat, für seine Aktivität professionell zu machen. Aktivität professionell heißt, dass der 4 Uhr kann auf Feld gehen, 4 Uhr in seinen Dörer kann gucken gehen, 4 Uhr kann effektiv auch Futter sicher gehen, auch den Dünger sicher gehen, dass dann die ganze Produktionsketten bestehen bleibt, dass er kann funktionieren. Auch die Direktvermarktung hat eine wichtige Rolle heute zu spielen. Die, wie bislang immer die Müll auf den Haft sicher gegangen sind oder der auf den Haft sicher gegangen sind oder andere Sachen, können das in Zukunft selbstverständlich auch noch machen. Sie müssen sich natürlich unter Regeln halten, die wir festgesetzt haben, das selbstverständlich, man so man wie möglich, legt man am besten lang. Und dann natürlich auch all die anderen Regeln anhalten von Hygiene, die gelten, für auch von in einem Supermarkt und nicht in einer anderen Boutique. Es geht über Lebensmittel eben sind. Lebensmittel heute zu Lützeburg, gerade wo wir an der Landwirtschaft als Kringlandstandort prädestiniert sind, für ihn herzustellen. Wir haben einen exzellenten Standort für Milch zu produzieren. Das ist auch 4 Uhr garantiert, dass Kamion bei den Bauern Milch sicher kommen, dass der Bauer auch 4 Uhr kann streichen. Und dass wir in allem Hand und Rund durch Milch auch wert verschafft gehen an die einzelnen Produkte. Dafür muss die ganze Kette heilen bleiben. Beim Fleisch, also ähnlich, auch da haben wir heute zu Lützeburg einen ganz hohen Grad von Fleisch, das zu Lützeburg produziert wird. Auch da wichtig, dass die Ketten heilen bleiben, nicht nur das Futter. Dafür sind auch die einzelnen Boutiquen ab, für effektiv auch deren Futter anzubieten. Mehr für noch Hallen und Rund. Für alle auch die ganzen Verarbeitungsketten, wie zum Beispiel die Schlachthäuser, wie für alle auch die Metzler, die an den letzten Wochen ein exzellenter Arbeit machen, die auch Stunden schaffen, für effektiv zu können, zu einer schwierigen Bedingungen auch die Arbeit können führen zu machen. Ein großes Merci auch und die ganz schön durch Hand und Rund, die effektiv auch Produkte verschaffen. Wir haben noch heute zuletzt etwas zu bieten, der, wir haben Kehren zu bieten, wo wir kein Problem haben, wo also in Zukunft auch das Mehl garantiert, dass das für alle Infrastrukturen, die wir Hand und Rund haben, und ich denke noch am Bereich von Grumpen und Gemäß, haben wir einen Teil aufgedeckt. Und daneben haben wir natürlich ganz groß möglich,
Möglichkeit, dass wir können zurückkehren auf den Import. Und auch dem eigentlich als garantiert an den nächsten Monaten ganz klar. Und dafür eigentlich ist es doch wichtig, dass wir auch hier viel schaffen an dem dritten Bereich. Wir können engerseits heute in Lützeburg gute Lebensmittel von höchster Qualität können zu produzieren, ergänzend zu denen, wo wir im Moment einen kleinen Mangel haben, an dem wir darum schaffen, an den nächsten Jahren noch auszubauen. Dann zum Schluss vielleicht noch drei Werder, etwas, das mir auch um Herz leid, als der Bien-être Animal. Gerade an diesen schweren Zeiten geht es darum, dass auch hier nur den einzelnen Tieren geguckt, dass sie Futter haben, dass sie fließend Wasser haben, dass sie properen Unterstand haben, finden wir die drei Elemente zu zitieren. Dafür ist auch das alles möglich, anders als schwieriger Zeit. Und dafür muss auch das gemerkt werden. Und auch für die Veterinären gilt heute, dass einerseits selbstverständliche Praxisen zu sind, aber dass sie verdosen. Für alle Urgenzen können sie machen. Und alles das, was nicht verschoben gehen kann, sollen machen. Und all diese anderen Sachen, die effektiv können, zu einem späteren Zeitpunkt gemerkt gehen, die können dann auch gemerkt werden, so wie das generell, meine ich, heute in Lützeburg für alle Aktivitäten gilt. Es sollen dafür auch an diesem Bereich Mengen zu wissen, große Merci auch für die Flexibilität. Auch sie sind permanent da, haben wir auch noch da eine exzellente Chance mit den einzelnen Berufsgruppen, die als immer im Frohen rangehen, aber die Frohen sind nicht kritisch gemeint, die sind partizipativ gemeint. Das ist froh, für den Punkt zu weisen, heute brauchen wir Erklärungen, heute können wir eine Handball durchpacken. Und ich meine am Sektor, als eine ganz große Solidarität, und ich meine die Landwirtschaft weist heute, dass ein von den prioritären Sektoren auch heute zu Lützeburg ist. Danke. Merci. Romain, ich wollte noch vielleicht beimerken, dass wir ganz bewusst gewährt haben, für diese Pressekonferenz anzurufen. Ich sage Ihnen aber schon um Romain Schneider, in einem Redebeitrag, dass allein was sein Bereich überlegt, ganz viel Frohen sich gestalten. Das nämlich zählt natürlich auch für den ganz großen Bereich vom Marché de Travail. Es gibt aber eine Erklärung, wie wir das mal gewährt haben mit dieser Pressekonferenz, weil unsere Einschätzung nur die allererste Priorität zu diesem Moment beim Schutz von den Leuten liegt. Gesundheit hat keinen Preis. Hat der Staatsminister gestern gesagt. Und dafür haben wir ja eine ganze Reihe von Mesuren geholt, die das tägliche Leben von den Leuten ganz abschneidend werden beeinflussen. Wir sind aber alle der Überzeugung, dass die Mesuren nötig sind. Und weil der Schutz von den Leuten als allererste Priorität ist als Regierung, wäre es eigentlich normal, dass die Hauptkommunikation an den letzten Tagen beim Staatsminister aber der Gesundheitsminister sollte leihen, dass das also eng von den Erklärungen für wert, dass wir die Fragen, die wir heute hier präsentieren, respektive die Antworten, die wir auf die Fragen gehen, dass wir das recht an Anführungszeichen heute machen. Für den Erbesmarché oder Lützeburger Erbesmarché, an das, was mit zusammenhängt, gibt es noch zwei weitere Prioritäten. Da denen das selbstverständlich der Heilen von den Erbesplätzen auch für die Zeit, die nur der sanitäre Krise kommt. Das hängt ganz eng zusammen mit den Hilfen, die wir den Betrieben können gehen. Und das hängt doch ganz eng mit dem Faktor Zeit zusammen. Wenn wir mehr sehr fertig springen, die Hilfen bei den Betrieben zu bringen, wenn wir fertig springen, mehr Betriebe die Hilfen zu evaluieren, und wenn wir auch mehr Arbeitsplätze können erhalten. Die andere Priorität als mit Sicherheit du dran nach für die sozialen Auswirkungen, die des Krieges wird mitzuspringen, so niedrig wie möglich zu halten. Und da haben wir zu diesem Moment eng allererst Aufgabe. Und das sicherzustellen, dass die Leute am Ende vom Mond ein Pei kriegen. Sicherzustellen für die Leute, die noch schaffen, und darum Herr Schneider hat für drin darauf hingewiesen, es gibt auch zu diesem Moment noch ganz viele Leute, die aktiv schaffen, die sogar mehr schaffen, wie das in normaler Zeit der Fall wäre, für das Land um Leben zu halten. Hinten alle Guten gebührt also ein ganz großes Merci. Und das ist evident, dass wir dafür sorgen müssen, dass sie ein Pei kriegen, genau wie die Leute, die am Teletravail schaffen. Die sind auch nach Lo an einem normalen Arbeitsverhältnis an den Patron als dafür verantwortlich, für ihre Pei zu bezahlen. Aber es geht auch um die Leute, die nur an einem Krankenschein sind,
die eventuell Quarantäne geschickt gesehen über ein ganz vereinfacht Form von einem Krankenschein, den sie kriegt tun. Auch da muss man gucken, dass man sehr Prozeduren schärfen, für dass die Leute um einen vom Mond hier suchen kriegen. Im Prinzip also so, dass der Patron sie einfach weiterbezahlt und dass den einfach muss sehr ermodernisiert gehen, für eben nicht alle Liquiditätsschwierigkeiten zu kriegen. Da sind neue Prozeduren geschaffen, gehen, die auch funktionieren. Da geht es selbstverständlich drum, und Robert Schneider hat für drum vorgeschwert, für auch den Leute, die vom Congé pour raison familiale profitieren. Da zählt aus der Stadt nämlich, die gehen normalerweise vom Patron weiterbezahlt, und die muss dann sehr remboursiert gehen, über den Weg vom normalen Krankenschein auch dort lebt. Und da geht es einfach, und ich will darauf hinweisen, die ganz, ganz viele Leute, die durch Entschädigungen von der Regierung oder aber durch Entschädigungen von ihren Betrieben an Kurzarbeit werden fallen. Und ich will so, dass man das nicht sollte vergessen, dass das die ersten Leute sind, die finanzielle Reperkussionen zu spüren kriegen, weil sie in Zukunft nicht mehr 80% von ihrem Basislohn werden überwiesen kriegen. Sie sind die Ersten, die müssen blüten, und dafür sollte man auch alle Guten zusammen und sie denken. Es gibt eine Reihe Patronen, die für sich die Verlust werden kompensieren. Wir sind aber auch eine Reihe, die uns schon angedeutet haben, dass sie nicht an der Lage werden sind, für das können zu machen. Und es sind viele, ganz viele Leute von der Mesure vom Chômage partiell betroffen. Die letzten Zahlen, die wir gekriegt haben, die sind von heute der Mitte, die schätzen an, dass wir rund 3.200 Demanden haben von Betrieben, die schon kurzarbeit angefragt haben. Also eine Challenge besteht auch daran, für die so sehr wie möglich zu beschaffen, Liquiditäten frei zu machen, ohne aber die Kontrolle total auf der Seite zu lassen. Und ich will vielleicht das Gelegenheit profitieren, für die Betriebe zu freuen, nicht mit dem bestehenden Formular zu schaffen, wann sie nur eine Demand unter dem machen, respektive unter Konjunktur machen. Sie sollten uns nach 2-3 Tagen Zeit geben, bis wir ein neues digitalisiertes System an Platz gesetzt haben, wird vieles wert vereinfachen für die Betriebe, aber auch vieles wert vereinfachen für die Administration, für die Prozeduren do, umzusetzen. Dadurch möchte die Menschen möglich, für all den Mond so sehr wie möglich zu treten und zu tun, die Patronen ja dann auch in diesem Fall vorstrecken, für die so sehr wie möglich zu remboursieren. Ich will noch an dem Kontext sagen, dass es wichtige Entscheidungen getroffen sind. Die erste und die allerwichtigste Entscheidung, die getroffen ist von der Regierung, und ich ging so, und du warst auch europaweit die erste, die das so sehr gemacht hat, dass wir decidiert haben, dass den Chômage partiell für alle guten Sektoren abgemacht wird. Das war eigentlich die entscheidende Diskussion, die für die Betriebe, die normalerweise nicht hätten können vom Chômage partiell können profitieren, extrem wichtig wäre, an die vielen, die wir leben werden, sichern. Es geht dann auch noch auf vereinfachte Prozeduren an, die ich zusammen mit dem Minister von der Ökonomie, Franz Feyer, wir sind in Zulus Wissen, und aber auch mit dem Minister von der Klasse Moyenne, Lex Dallas, die wir aus uns zusammen festgehalten haben. Vereinfachte Prozeduren, also die wichtig sind, auch an dem Sinn, wo ich vorhin gesagt habe, für das wir so sehr wie möglich die Betriebe so in Antenne gehen, für das sie nicht an Faid fallen. Ich muss Ihnen also in Zukunft unterscheiden zwischen denen Betrieben, die aufgrund von einer Regierungsdecision müssen zumachen. Da haben wir eine ganz einfache Prozedur, wir haben eine Kommunikation herausgegeben, wir sind trotzdem heute noch eine ganze Reihe von Fragen gekommen, dafür profitieren wir auch von der Gelegenheit, für das noch ein paar zu wiederholen. Alle guten D-Betriebe, die zugemacht haben aufgrund von einer Decision von der Regierung, die kriegen eine ganz vereinfachte Prozedur für ihre Chômage partiell unzufrieden. Sie sollen einfach die Formulare, von dem ich vorhin gesprochen habe, die in der Region 2-3 Tage operationell sind, sollen sie ausfüllen.
Sie sollen eine Rechnung dabei legen von ihren Depensen, die sie winst in Salären haben. Und sie sollen auch ein Formular dabei legen oder eine Kopie dabei legen von der Rechnung, die sie an dem Monat für drin hatten. In diesem Fall aus dem Monat Februar hatten, wo sie Payen ausbezahlt haben. Da kriegen sie auch ein ganz vereinfacht Erderweis, ohne dass das dann muss ein durch die Konjunkturrat gehen, kriegen sie dann hier Entschädigungen von uns ausbezahlt. Dann gibt es die Betriebe, die zwar nicht vom Staat aus zugemerkt sind, aber die einfach durch das Coronavirus-Krise an Schwierigkeiten geraten. Sie können über den normalen Weg eine Demand erreichen. Wir können aber auch von einer extra Decision profitieren, dass sie nämlich retroaktiv können entschädigt werden für die Verluste, die sie schon angefangen haben. Auch das ist also wichtig. Das heißt, also die Betriebe können retroaktiv und sich kurzarbeit ummelden und gehen dann auch dementsprechend entschädigt ab dem Datum vom 16. März. Also auch für die Betriebe haben wir etwas gemerkt, was sonst nicht üblich wäre. Da bleiben natürlich die Betriebe, die wir auch schon in der Vergangenheit hatten, das waren dann in der Moyenne eng 25 bis 30, die konjunkturell oder eben strukturelle Probleme hatten. Und da bleibt die übliche Prozedur bestehen. Wie gesagt, immer am Hinblick, dass wir probieren, so sehr wie möglich, so gut wie möglich und so viel wie möglich den Betrieben zu helfen. Ich würde auch noch vielleicht etwas zu sagen. Am Jahr 2019 haben wir für den Chômage partiell zu bezahlen 5,5 Millionen Euro ausgegeben. Am Budget 2020, als weil wir 64 Leute sind, sind 11 Millionen angeschrieben. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass die Mesuren, die wir noch haben wollen, das Budget vom Fonds pour l'Emploi, wird zum Explodieren bringen. Ich kann keinen anderen Ausdruck dafür gebrauchen. Vielleicht für just ein Beispiel zu gehen, wir rechnen, dass der Chômage partiell von einem Monat rein für die Baubranche, ich spreche nur just von der Baubranche, mit 150 Millionen zu beziffern ist. Just für euch eine kleine Größenordnung zu gehen, wird die Mesuren, die wir hier holen, wird die für das Land und für auch das Budget von unserem Land werden bedeuten. Mit einem kleinen Hinweis, das Gesamtbudget vom Fonds pour l'Emploi sieht 819 Millionen Resetten für 721 Millionen Depensen für das Jahr. Da bleibt also ein kleiner Sput von 90 Millionen, aber die wird bei weitem nicht durchgehen für die zusätzlichen Mesuren, die wir schon dezidiert haben, rein vom Chômage partiell zu schwätzen, für die können zu überholen. Wir werden als Ministerium des Travail auch ganz offen mit der Regelung umgehen von prätemporär der Main-d'œuvre. Also eine Initiative, die könnte von der CLC, vom House of Entrepreneurship und auch von der ADEM, die das positiv abgeholt und Initiative von der CLC, das ist auch ein Moyen, wie wir an diesen schweren Zeiten Betriebe können retten. Betriebe, die noch müssen schaffen, weil sie eben vital sind für die Überleben vom Land, mit denen aber auf der anderen Seite die Leute ausgehen, weil viele Leute krank sind, weil ein paar Fälle waren, wo Ausstiegungen waren, was dann natürlich heißt, dass ein Großteil von den anderen Leuten muss an Quarantäne gehen, an der Prädement dürfen, als du in der Moyen, den als hilft, du ein einzelner Engpass zu überbrücken, und das werden wir auch ganz offensiv machen. Ich wollte dann auch noch von der Gelegenheit profitieren, für noch zwei aber wichtige Messagen zu geben. Das eine ist mehr ein Desagreable, und das andere ist echt eine Information. Wir hatten vier gesagt, und Romain Schneider hat doch schon geschnitten, die vielen Mesuren, die wir holen, werden uns ganz viel Geld kosten. Und dafür werden wir auch ganz klar abrufen, dass wir sollten probieren, wirklich nicht mehr den Anspruch zu holen, was wir auch wirklich brauchen. Das zählt für den Einzelnen, mit erzählt man Sicherheit aber auch für die Betriebe. Und aus evidenten Gründen sollte man probieren, die Mäuen, die wir zur Verfügung haben, zwar sehr an Zielgericht, aber auch mit den nötigen Kontrollen und auch dafür bieten sich im Verständnis. Wir vereinfachen vieles. Wir lassen eine ganze Reihe von Kontrollen fehlen. Wir lassen eine ganze Reihe von Prozeduren fehlen.
Aber wir werden nicht total können auf Kontrolle verzichten. Und ich will auch Lohschanz sagen, dass wir auch zu diesem Moment nicht an der Lage sind, alle Ausgaben, die wir machen, so zu kontrollieren, wie es sonst üblich wäre. Weil wir eben so Retare kriegen, die unverantwortlich wären, vis-à-vis zu den Betrieben, dann heißt das nicht, dass nicht Herrn a posteriori einfach nach einer Reihe von Kontrollen Werten gemerkt werden und dass die Werten zur Rechenschaft gezogen werden, die probieren, Abühen zu machen. Leider ist auch das die Message, die in diesen Zeiten muss gehen. Dann das ist doch eine Information, die mir einfach wichtig ist. Auch an diesen schweren Zeiten werden wir den Dialog sozial nicht begrüßen. Das Lützebäuer Modell funktioniert auch an diesem Moment. Es funktioniert ähnlich das wie sonst, vielleicht mit manchen Televisionskameras, mit manchen Pressekommentaren. Mehr funktioniert und es funktioniert auf eine ganz pragmatische Art und Weise. Für mich persönlich, mit so ein Dutzenden von Gesprächen über Telefon oder über Videokonferenz, sie wird mit den Vertretern von den Gewerkschaften, sie wird mit den einzelnen Vertretern von den Patronatsorganisationen. Und ich kann euch sagen, ich bin bei weitem nicht der einzige Minister, der in den Kontakt hat. Eine ganze Reihe von den Kollegen aus der Regierung haben die Kontakte. Und wir probieren so gut wie möglich, ob die konstruktiven Vorschläge, die sowohl von den Gewerkschaften wie auch von den Patronatsorganisationen kommen, zu reagieren. Ich würde aber auch sagen, dass wir an einem Sinn im Moment zusammen schaffen, wo wir einen Schritt verstehen, verstanden haben, dass es im Moment darum geht, Schritt von unserem Land, Schritt von unserem Land, von unseren Leuten aufzuwenden. Und schon den Eindruck, wie wir einen Schritt verstehen, verstanden haben, und vielleicht ist das ja auch gut Omen für die Gespräche, die wir am Dialog sozial auch nur der Krise werden mit ihnen feiern. In dem Sinn habe ich decidiert, dass ich nächsten Dienstag ein offiziell Versammlung wird anrufen von allen Sozialpartnern über Videokonferenzen selbstverständlich, wo also auch Patronatsorganisationen wie auch die zwei national repräsentativ Gewerkschaften schon zugesagt haben, dass sie matt schaffen. Der sieht also, wir sind in einem guten Dialog mit denen und kann man eh davon profitieren, dass das als Land, den wir schon deshalb Platz aus, und ich meine, du gehst darum, dass ich direkt mal durchschließen, wirklich eine gute Chance, wirken und bon Courage zusammenpacken mit das. Ich sind wir komplett und werden noch mehr froh. Eine Frage vom Lützebäuer Wort und den Herr Landwirtschaftsminister. Wird die aktuelle Situation ein Abschluss auf das geplante Verbot vom Glyphosat auf den 1. Januar 2021 und auf Ziele vom Bioaktionsplan bis 2025 schon, dass man Blick auf die Produktivität? Regeln die Datum respektive Ziele noch handeln oder geht darunter festgehalten? Boah, ich meine, das ist so, dass die dritte Mesuren, die geholfen haben, was den Ersatz von Glyphosat betrifft, respektive was den Abbau von der Biolandwirtschaft bis 2025 auf 20% von den Agrarflächen betrifft, dass die Decisionen geholfen sind. Und ich meine, dass auch mit diesem Mal genau das, was wir über Löwen rumfangen. Eben um zu gucken, dass wir von dem Motto herkommen, vom Feld auf den Teller, als mehr in wie je. Ich meine, eine aktuelle Lebensmittelproduktion, da wo ich nur wehe habe, da wo wir selber lokal, regional, national können produzieren, als etwas, was durchgestreift wird. Und dafür ist meine ich gerade Ziel von der Biolandwirtschaft bis 2025, 20% haben immer gesagt, als nicht erst just ein Teil von unserer Landwirtschaft. Die anderen 80% werden sich in den nächsten Jahren bis 2025 auch nachhaltig entwickeln, sodass wir eben am Jahr 2025 eine nachhaltige Landwirtschaft haben. Und da gehören dazu, dass eine Landwirtschaft ist, die ohne Glyphosat schafft, und noch eine Landwirtschaft, die stark abgebaut ist auf verschiedene Elemente, aber wichtige Elemente ist der Biolandwirtschaft. Eine Frage vom Le Quotidien und dem Minister Dan Kersch. Wie viele Salarien sind potenziell vom Chômage partiell betroffen, auf Basis von den 3200 Demanden? Kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Wir haben, wie gesagt, heute rund 2500 Demand in der Rakete. Der versteht, dass ich kann 12 von den Betrieben zu diesem Moment sagen, wir haben nicht die genauen 12 von den Leuten, die davon betroffen werden, sind.
Vielleicht ein Beispiel, wenn man die ganze Baubranche zumachen, so wie die Jolo, zum großen Teil werden geschehen, da werden rund 45.000 Leute betroffen sind. Es sind auch schon eine Reihe von großen Industriebetrieben, die sich ummelden, wo man hier und gut ja hat, man schon decidiert, dass sie werden zumachen. Auch andere Industriebetriebe denken darum, für Aktivitäten zu unterbrechen. Und da geht die Zahl natürlich immens sehr an die Leute, wenn wir ja wissen, dass an den großen Industriebetrieben die meisten Leute schaffen. Ein Vor von L'Essentiel, das ist wahrscheinlich auch in den Kersch riecht. De quelle protection bénéficient les intérimaires résidents ou frontaliers si l'entreprise pour laquelle ils opèrent cesse temporairement son activité? Ja, ich meine, die riecht sich ganz bestimmt um mich. Ich meine, das ganz klar so, dass die Intérimaire nicht direkt unter der Chômage partiell können fallen. Das heißt also, dass an dem Betrieb, wo sie vielleicht schlecht geschafft haben, wenn denen nur seine Aktivität abhält, dann kann die nicht die mit an sein Peilig mit integrieren. Per Konter können aber die Intérimaire, die an ihrer Intérimaire-Sport in Vertrag hatten, die ein bisschen mehr lang gegangen ist, können die natürlich auch, wenn hier Interimärsfirma dann schon mal partiell wird frohen, da können die auch von dem schon mal partiell profitieren. Ein anderer Frage nach von L'Essentiel. Combien de temps pourra durer le congé pour raison familiale? Das ist eine interessante Frage, die natürlich ganz viel auch mit Finanzen gedurcht hat. Ich meine, Romain, du willst vielleicht ein Wort dazu sagen? Ja, ich meine, das ist ja wie Jean-Dralé gesagt hat, effektiv den Chômage, pardon, den Congé pour raison familial, das ist im Moment nicht begrenzt. Den ist natürlich begrenzt durch Pandemie. Der Moment, wo wir ganz klar ausgewiesen haben, also bald, der Riverass, meine ich, da wird natürlich auch der Congé auslaufen. Im Moment, wie gesagt, ist es natürlich mal direkt gekoppelt, direkt auch auf so lang wie die Schule. Natürlich so aus, respektive auch Kirchen so aus, da wo eben der Böse ist, dass effektiv einer oder kann er guckt, dann, wo es sonst normalerweise an der Schule, respektive an der Kirche sind. Ein Vor vom Tagblatt. Gewerkschaften fordern ein höheres Remboursement am Kader von der Kurzarbeit, eventuell sogar 100% am Platz von 80. Wie steht der Arbeitsminister zu der Forderung? Der Arbeitsminister ist der Meinung, dass es nicht der Moment ist, über die toten Sachen zu diskutieren. Wir haben im Moment riesige Probleme, ich hatte für darin angedeutet, für die Budget in Summe zu kriegen, die wir müssen ausgehen, erstens für die Betriebe zu retten, zweitens für die Arbeitsplätze zu halten und drittens für die Leute, die an den Betrieben schaffen, zumindest ein Pay am Monat zu überweisen. Mengen, dass der Moment für Forderungen zu stellen nicht die richtige ist. Ein weiterer Vorwurf von Le Quotidien und dem Minister Schneider. Gehen die Überlegungen für die Lebensmittelsicherheit nicht mehr intra-Lützburg auszubauen, wie es groß abhängig geht von Importern? Oder ist das rein logistisch nicht möglich? Ich meine, das ist so, dass ich für das zitiert habe, dass man als Kringlandstandort natürlich eine Reihe Lebensmittel in Lützburg darstellen, wie zum Beispiel Milch, wo wir 115% Autoprovision haben, Approvisionment haben, dann eventuell alle auch am Fleischsektor gut erwiesen, beim Randfleisch 107%, beim Schwingefleisch leider mal bei 63%, pardon, an der Überreise natürlich auch eine Reihe Erfahrungen zu machen. Und da sind wir schon im Gang, für zu gucken, das auszubauen, zum Beispiel beim Geflügel, wo wir bei einem niedrigen Stand sind, zum Beispiel auch am Bereich vom Gemäß, vom Obst, wo gerade eben auch den Biolandwirtschaftsplan 2025 wird spielen. Auf jeden Fall können wir aber auch darauf zurückgreifen, dass wir im Bereich von den Kehren gut aufgedeckt sind, auch da sind gute Strukturen haben drin, sodass ich Mengen das selbstverständlich mal darauf schaffen, und das in ambitiösen Plan Biolandwirtschaft neben gekoppelt, den 80%, dass wir mehr zu Lützburg qualitätsmäßig produzieren, wir heute in Lützburg eine exzellente Qualität. Ich wüsste ein Message, in dem Kontext kann ich aber vielleicht mal drüber gehen. Wenn in die letzte auch gesagt, wie an den einzelnen Supermärkten der Sturm auf Lebensmittel war. Da gesagt, dass in zu irgendeinem Zeitpunkt mal Priorität beim Ankauf auf Lebensmittel sitzen. Und das ist auch ein wichtiges Message, den wir hoffentlich nur dieser Krise, nur dieser schweren Zeiten
auch verstehen, dass der große Teil vom Budget eben muss angesagt gehen, für höchstwertige Lebensmittel können an zu kaufen. Und da Kreimer haben nur noch die ganze Anerkette von der Produktion her gestärkt. Da sind noch Betriebe, die effektiv sich trauen, andere Produkte noch zu probieren, weil eben nicht mehr produziert wird. Wir haben nun für alle auch den Handel funktioniert, dass die Bürger das effektiv auch freuen und auch da können aufsichern. An dem Kontext vielleicht doch ein gesagt, ich verstehe, dass die Verein zu den Momenten seht, ich gehe nachkaufen, ich probiere eine Reihe Lebensmittel anzulegen. Das soll ich noch passen. Immer mir gerade mir auch probieren, den Message vom Anti-Gas-Bier rüberzugehen. Gerade auch an dieser Zeit geht es nicht dran, für nicht mehr Lebensmittel anzubunkern, wo ich nur falschen Weg weggehauen. Es soll ich raisonabel ankaufen. Das ist auch ein Message, den ich noch einmal kann gehen. Und da bin ich feiert dann noch dazu, dass meine große Solidarität auch gerade bei der Verteilung von den Lebensmitteln kriegt. Ein Frau von Passaparola Magazine. Quel type de soutien est prévu pour les travailleurs indépendants? Ich meine, die können, das ist ja bekannt, nicht von denen Mesuren profitieren, die ich wiederum vorgestellt habe, mit das vorgesehen, das machen an der Reform vom Minimisgesetz auch etwas machen für die Leute, die am Independance-Statut schaffen. Ich meine, das soll, denke ich, ganz klar gesagt werden, dass so das Gesetz wird den Wirtschaftsminister an den Minister von der Klasse Moyennen loben, mal auf den Instanzen wie schon beruhigt tun. Wir hoffen, dass wir das kurzfristig werden an der Chambre gestimmt kriegen und da kriegen dann auch Independenten über einen vereinfachten Zugang zu helfen. Voilà, weiter froh, leider momentan kein Vier. Okay, das ist ein Merci.